Hallo zusammen. Das Wichtigste vorab, leider muss ich heute und hier und jetzt unsere Jahreshauptversammlung in Warburg, geplant für den kommenden Samstag, den 20.05.2023, absagen. Nach Sabotage absagen. Stürzenberger Skizziner. Das war jetzt echt ein Versprecher, aber da habe ich gleich eine Assoziation. Also ältere Katzen sollen vielleicht doch besser hinterm Ofen liegen bleiben, statt in den Straßen rumzustreunen. Sorry, aber jetzt wieder zur Sache. Jawohl, Sabotage. Sabotage und Vernichtung der BPE, das wird hier betrieben. Diese Frau Kizina hat einfach bei unserem Gastgeber unsere Mitgliederversammlung abgesagt. Das hat natürlich für sehr große Unsicherheit und Verwirrung bei unseren Gastgebern gesorgt. Und sie haben ja sogar zuvor rechtswidrig einfach einen neuen Vorstand gewählt. So einfach ist das. Also wenn einem was nicht passt und wenn man irgendwas zu verbergen hat, dann übertüncht man das einfach, macht was man will und alles neu und dann wird das Alte und das Schlimme vielleicht vergessen werden. Wird nicht funktionieren. Die Kommentierungen in den verschiedenen Chatforen und die Beiträge ließen darauf schließen, dass unsere Mitgliederversammlung sogar gestört werden soll oder vielleicht sogar angegriffen werden soll. Das war so zwischen den Zeilen hier und da zu vernehmen. Wir haben allerdings eine Fürsorgepflicht und auch eine Sorgfaltspflicht. Wir brauchen für unsere Mitglieder Sicherheit, Ordnung und auch Rechtssicherheit für klare Entscheidungen und für eine klare Entscheidungsgrundlage. Wir werden unsere Jahreshauptversammlung, wenn alles geregelt ist und die Gerichte gesprochen haben, in der zweiten Jahreshälfte nachholen und der Termin wird auch rechtzeitig bekannt gegeben werden. Jetzt vielleicht, bevor ich mal Tacheles rede, nochmal eine wichtige Information. Es gibt jetzt was Neues in Deutschland. Das ist ein ganz neues Recht, hat es vorher noch nie so gegeben, ist auch in Europa neu. Das heißt Stürzenberger Recht. Und das geht wie folgt. Wenn es Vorwürfe gegen eine Person gibt, die auch strafrechtlich relevant sein können, dann reicht es jetzt aus, wenn irgendjemand sagt, das glaube ich nicht. Und wenn dann noch jemand Widerspruch einlegt, dann wird der Beschuldigte befragt. Und wenn der Beschuldigte dann sagt, nee, das stimmt doch alles gar nicht, dann kann man sagen, ein Glück, dass wir das jetzt wissen und die Sache ist erledigt. Das ist das neue Recht in Deutschland und es funktioniert. Es funktioniert in Teilen der BPE. So, nun aber zum Tacheles reden. Ja, Sie machen, was Sie wollen oder besser, Sie machen, was Stürzenberger will. Ohne Sinn, ohne Verstand. Heute gab es ein neues Video. Der schummelt die Lügen so einfach da rein, dass keiner so richtig bemerkt. Und er redet immer lang und viel und dann jubelt er den Leuten das einfach so unter. Ja, der Golching hat eine Tagespauschale gefordert. Oje, oje, das wäre viel teurer gewesen als das, was er so schlau gemacht hat. Der Herr Golching hat nie eine Tagespauschale gefordert. Oder Abrechnung über eine Tagespauschale oder was er da erzählt hat, ja. So ein Blödsinn. Also bitte das Video von gestern nochmal anhören. Ich habe sowas nie gesagt. Der Stürzenberger weiß das. Er lügt nicht aus Versehen, er lügt absichtlich, ja. Und darum ging es nie. Und er sagt dann noch, und Fahrtkosten, ja. Da hätte ich gefordert, man muss Fahrtkosten mit 30 Cent pro Kilometer abrechnen. Das ist übrigens noch ein tolles Beispiel für seine perfiden Lügen. Ja? Das habe ich erstens in dem Video nicht gesagt. Und wenn man es jetzt ihm vorhalten würde, dann würde er sagen, ja, ja, da habe ich mich nur vertan. Aber was hat er in einem der Videos vorher gesagt? Ja, hat er in einem der Videos vorher gesagt, aber in einem völlig anderen Zusammenhang. Und der war, dass man maximal mit 30 Cent pro Kilometer Fahrtkosten abrechnen kann und nicht wie bei Frau Kizina, vor Zeugen hat sie gesagt, der Herr Böhm hat gesagt, er wolle mir mal was Gutes tun. Und dann hat sie ihre Fahrtkosten mit 40 Cent pro Kilometer abgerechnet. Und da habe ich gesagt, dass die Fahrtkosten mit 30 Cent pro Kilometer maximal abgerechnet werden können.
Und das pickt er sich dann da raus und dann behauptet er im heutigen Video, ja, ich hätte gefordert, alle Fahrtkosten müssen mit 30 Cent pro Kilometer abgerechnet werden. Und jetzt hat er das doch so toll gemacht, also viel billiger, wenn man mit Tankkütterungen arbeitet, ja. Mein lieber Herr Gesangsverein oder lieber mein lieber Herr Stürzenberger, darüber wird vor Gericht noch geredet werden. Sie haben keinen blassen Schimmer. Ich sag's jetzt mal ganz, ganz deutlich. Sie sind, sorry, zu blöd, um ordentlich abzurechnen. Sie können es einfach nicht. Und da helfen Ihre Videos mit Lügen auch nicht weiter. Es ist so, wie es ist. Und alle Einladungen, alle Angebote, das aufzuräumen, das zu korrigieren, das nachzubessern, haben Sie ausgeschlagen. Über 30 an der Zahl. Zuletzt sind Sie 9-mal, 7-mal nacheinander und dann noch 2-mal etwas später, sind Sie nicht angerückt hier, um das aufzuräumen. Wenn das überhaupt noch möglich ist. Also ich habe da ja immer meine Zweifel gehabt. Ich habe ja immer gesagt, wir bieten ihm die Chance, aber ob das überhaupt noch geht, wage ich zu bezweifeln, weil ich sage, das ist einfach viel zu viel. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass jemand da ein ganzes Jahr Mist gebaut noch nachbessern kann, sodass das vor dem Finanzamt Bestand hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Hätten wir aber mit ihm versucht, er will nicht. Er will mit dem Kopf durch die Wand. Er will sagen, Ich, der Erfinder des Stürzenberger Rechts, muss einfach nur sagen, nee, ich habe das alles ganz toll gemacht, ganz klasse. Und dann sagen die Leute, bravo, du bist ja der Stürzenberger, dem wir so bereitwillig folgen. Und wir glauben nur dir und einzig und allein nur dir. Keinen Beleg, keinen Fakten, nichts und niemandem. Wir glauben nur dem Herrn Stürzenberger. Ich sag, der Mann ist entweder wirklich krank oder er verfolgt Ziele, von denen wir nicht einmal etwas ahnen. Da gibt's schon lange richtig konkrete Vermutungen. Vielleicht müssen wir eines Tages ganz konkret darauf mal zurückkommen. Staatsanwalt und Steuerfahndung sind jetzt endlich aktiv geworden. Das hatte ich im letzten Video ausgeführt. Und wir werden jetzt ganz geduldig auf die Ergebnisse warten und die erforderlichen gerichtlichen Klärungen herbeiführen. Bis dahin liegt die BPE auf Eis. Ja? Das waren nicht wir. Wir wollten die Arbeit fortsetzen. Wir wollten sogar die Arbeit mit dem Stürzenberger fortsetzen, ja? Lange, lange, lange wollten wir das. Wir haben einen Vertrag mit ihm gemacht, wo das so drin stand. Nee, der Herr Stürzenberger will sein Stürzenberger-Recht durchsetzen. Und da gibt's noch einen weiteren Paragraphen. Einen habe ich vorhin ausgeführt. Der zweite heißt, Paragraph 1 ist, der Stürzenberger, der hat immer recht. Und Paragraph 2 ist, wenn Stürzenberger mal nicht recht hat, tritt automatisch Paragraph 1 in Kraft. Das ist das Stürzenberger-Recht. Er macht alles, was er will, er macht es, wie er will, er hat immer recht. Und seine willigen Gefolgsleute glauben ihm alles, was er erzählt. Gegen alle Fakten, gegen alle Belege. Er braucht nur sagen, nee, das stimmt nicht. Und dann sagen die, sind wir froh, dass das nicht stimmt. Das hat sogar einer geschrieben in dem Chat von dem Stürzenberger. Also ich kriege da schon auch alles mitgeteilt. Ihr habt da sehr viele Leute, die mir auch wirklich zuverlässig Informationen zukommen lassen. Und da hat tatsächlich einer geschrieben, er ist so sinngemäß, er ist so froh. Dieses Video, das hätte ja alles von dem Goyking zu 100% entkräftet. Ja, das ist Stürzenberger Recht. Wie geil ist das denn? Er sagt einfach, nö, das stimmt nicht. Und dann gibt es Leute, die ihm glauben. Ja, ich frage mich wirklich, ob das BPE-Mitglieder sind. Eigentlich kann das gar nicht sein. Das ist ja auch fraglich, ob die Leute, die da alle so Hasskommentare machen, die da wirklich so aktiv sind, ob das wirklich alles BPE-Mitglieder sind. Ja, da sind sicherlich auch welche drunter. Aber ich behaupte, die große Mehrheit der BPE-Mitglieder kann so blöd nicht sein und ist es auch nicht. Ja, wir haben Stillstand und nach Abschluss der gesamten Angelegenheit werden wir ganz sicher, da habe ich echt keinen Zweifel, und die Rechtslage ist schon mehrfach überprüft von mehreren Anwaltskanzleien, wir werden ganz sicher den Herrn Stürzenberger in Haftung nehmen für den Schaden, den er angerichtet hat. Das steht wirklich fest, das steht jetzt schon fest, ja. Da braucht man nicht mal über den Vertragsbruch alleine reden, da gibt es so viele Sachen, die da wirklich eine eindeutige Sprache sprechen. Den politischen Schaden, Herr Stürzenberger, den können Sie überhaupt nicht wieder gut machen. Und Ihre ganzen Kundgebungen, alles, was Sie erreicht haben, haben Sie alles mit den Händen aufgebaut
und mit ihrem Hintern wieder eingerissen jetzt, ja? Weil der politische Schaden, den sie angerichtet haben, der ist überhaupt nicht zu ermessen. Der ist überhaupt nicht zu ermessen. Sie haben der Islamkritik in Deutschland und in Europa nachhaltig und für lange Zeit und ganz erheblich geschadet. Dazu mache ich nochmal ein Video, wo es dann wirklich nur über Inhalte, um Inhalte geht und über Inhalte gesprochen wird. Team Stürzi, ihr folgt einem gefährlichen Wirrkopf. Das, denke ich, ist so. Denn die BPE, die gab es schon vor Stürzenberger, das wissen viele gar nicht. Die gab es schon vor Stürzenberger. Und die sagen, oh, Stürzenberger ist die BPE. Nee. Die BPE gab es schon vorher. Und es wird sie auch nach ihm geben. Ja, da habe ich keinen Zweifel. Dafür werden wir nämlich sorgen. Die Claudia Ludwig hat mich auf die Idee gebracht, es mal mit einem Beispiel zu versuchen. Also es gibt ja so das Problem, wie sage ich es meinem Kind? Ich versuche es jetzt mal denen, die wirklich gar nichts kapieren, über ein Beispiel deutlich zu machen. Vielleicht bewirkt das ja was. Und wie gesagt, die Claudia hat mich darauf gebracht. Die hat das heute bei einem hartnäckig faktenresistenten BPE-Mitglied versucht. Das weiß ich von ihr. Und da habe ich gedacht, das ist eine wunderbare Idee. Folgendes Beispiel. Ihr habt euch ein ganz tolles Haus gebaut. Super Hütte. Richtig groß, fein, alles vom Feinsten. Aber ihr habt keine Zeit für den Garten. Weder Zeit, noch die Kenntnisse, noch die Fähigkeiten. Und dann kommt jemand und sagt, hey, das kann ich machen. Mache ich für euch umsonst. Und das mache ich richtig gut. Und dann legt der los. Und der kommt öfter. Und der schuftet ordentlich. Und alles grünt und blüht. Wunderbar. Wer wollte das bezweifeln? Plötzlich stellt ihr aber fest, der hat jedes Mal komplett die Haushaltskasse leer gemacht, wenn er da war. Und er hat immer etwas aus dem Haus mitgehen lassen. Er hat immer was gestohlen. Und auch euer Auto. Euer Auto hat er sich auch geliehen. Aber er hat es nie zurückgebracht. Und dann habt ihr ihn darum gebeten, es müsste ja mal zur Inspektion, ihr wollt es auch mal sehen. Nee, das habt ihr nicht gekriegt. Er weigert sich. Er gibt es nicht raus. Und er hat, das stellt ihr dann fest, überhaupt nichts umsonst gemacht. Er hat gar nichts umsonst gemacht. Er hat euer Auto, er hat viel Geld abgezockt und er hat die wertvollsten Dinge aus eurem Haus mitgehen lassen. Und es ist jetzt alles weg. Und auf was für eine Lösung kommt ihr in dieser vertrackten Situation? Na, ganz einfach. Ihr sagt, Mimi, komm bitte schnell her, komm zurück. Nimm auch noch den Rest, bitte nimm alles. Wir ziehen aus unserem Haus. Wir wollen das gar nicht mehr. Zieh du ein, bitte. Hauptsache, der Garten blüht so schön. Nur das ist uns wichtig. Ja, und dann zieht er ein. Und dann lässt er das Haus komplett verkommen. Er lässt es vergammeln. Und er verbraucht alle Werte, alles Vermögen. Er richtet alles zugrunde. Und das Gebäude ist einsturzgefährdet. Ist einstürzig gefährdet. Und jetzt sitzt er breit grinsend im Garten und er freut sich, dass selbst im Schnee noch Blumen blühen. Und niemand weiß, wo ihr in diesem Sommer seid. Vielleicht versteht jetzt der eine oder die andere etwas besser, was hier vor sich geht. Aber im Grunde genommen ist es mir mittlerweile wirklich schon fast egal. Es gibt jetzt Stillstand für lange Zeit. Wir werden jetzt die gerichtliche Klärung und die Strafverfahren abwarten, weil er das so will und ihr ihn nicht aufhaltet. So einfach ist das. Fragt ihn nicht, warum. Denn er wird euch dann haarsträubende Geschichten erzählen, lange Geschichten, der kann die auch schreiben wunderbar, mit ganz vielen Lügen und er wird immer auf die schönen, bunten Blumen verweisen. Vielleicht zeigt er auch mal einen schönen, bunten Strauß und ihr denkt, ach, ist das herrlich, er ist so gut. Ja, ihr habt richtig gute Leute im Vorstand. Wir alle, auch unsere Gäste, haben uns wirklich aufrichtig bemüht. Und nochmal, ich glaube, ich kann sowas auch ganz gut beurteilen.
Es sind echt richtig gute Leute in dem Vorstand. Und die Gäste haben auch richtig was drauf. Aber hey, gegen Dummheit ist wirklich kein Kraut gewachsen. Und wenn ihr eurem selbsterwählten Führer immer noch bereitwillig folgen wollt, nur weil der irgendwas Schönes, Charismatisches, flott formuliertes, schnell gesprochen ist, er spricht ja dann auch immer so schnell, dass man gar nicht so schnell mit den Gedanken hinterherkommt, dann hat er schon wieder ein Argument und eine Lüge gebracht, dann ist er schon wieder ein ganzes Stück weiter und keiner merkt, dass das gar nicht gestimmt hat, weil der nächste und übernächste und der dritte Punkt sind ja so wichtig und da muss man mit dem Kopf erstmal hinterherkommen und das weiß er, dass das bei manchen nicht so funktioniert und schon gar nicht so schnell, wie er spricht. Und so akzentuiert und so charismatisch. Und dann ist es eben so, dass man den Argumenten gar nicht mehr folgen kann. Da bleiben nur Phrasen hängen, da bleiben nur Worte hängen, da bleibt nur das eine oder das andere hängen. Und hinterher weiß man gar nicht mehr so genau, was hat er denn eigentlich wirklich gesagt? Hat er denn überhaupt was gesagt? Aber schön war's, ne? Ja, das ist doch wichtig. Und er hat gelächelt. Also wenn ihr eurem selbsterwählten Führer immer noch folgen wollt, dann können selbst wir irgendwann nichts mehr, gar nichts mehr für euch tun. Übrigens, das nennt man Stockholmer Syndrom. Gute Nacht.